Machen wir erstmal Silver zu Ende und dann kümmern wir uns dann gleich nochmal erstmal um Preisen. Da müssen wir auch noch drei Waggons einsortieren. Lustig ist, in der allerersten Session habe ich, glaube ich, 2 Tage am Stück gespielt. Also 2 Ingame-Tage. Die letzte Session hat 2 Stunden gebraucht, beziehungsweise jetzt haben wir noch eine Ingame-Stunde gemacht. Und wir sind bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Also wir haben noch nicht alles gemacht. So. Stellen wir mal auf Manual, die können einfach mal ausrollen. Die Pipewood brauchen lange zum Beladen. Oh, okay. Gut zu wissen. Das sind, wie gesagt, meine ersten Pipewoods, deswegen habe ich keine Ahnung. Ja, da macht es Sinn, dass ich die Pipewoods mit den anderen Zügen hier rüberfahre. Also mit den Zügen, die sowieso schon hier unterwegs sind und nicht mit den mit einem Spezialzug vielleicht. Oder ich mache extra doch noch einen Spezialzug draus. Na komm. Das hat nicht so funktioniert, wie es sollte, aber na gut, der Waggon rollt. Bisschen abbremsen. Jetzt mal diese Waggons hier einfangen. Habe ich den schon auf Manual gestellt? Nein. Kann ich dich jetzt erst nur kurz wegmachen? Jetzt kann ich dich wieder reversen. Ich glaube, das nennt man dann Safety oder so ähnlich. Safety-Bremsung vorm Koppeln. Das war mir ein bisschen zu schnell. Gut, dann können wir hier rüber zu dieser Lok springen. Wir haben alles da hinten in der Appalachia. Dann können wir uns hier halt mal die Weichen hier stellen, können jetzt gleich da dran fahren und dann können wir die Sachen schon mal rüber transportieren. Und danke dir für dein Follow. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr. Und ich bin mal raus, muss zeitig morgen aufstehen. Kein Problem. Dann wünsche ich dir morgen einen angenehmen Tag und gerne auch einen erfolgreichen angenehmen Tag. Und nice IP. Auch dir ein vielen, vielen Dank für dein Follow. Ich hoffe, es gefällt dir. Und du bist auch öfters mit dabei oder so. Wie ich schon erwähnt habe, Railroader werden wir jetzt aktuell so lange Montag spielen, bis wir die Meilensteine erreicht haben. Und ja, dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Ich hoffe, bis dahin ist das nächste D-Rail Valley Content Update so weit draußen, dass es sich lohnt zu spielen. Ich meine, jetzt gibt es ja schon ein paar Kleinigkeiten, die man spielen kann. Würde ich auch gerne tun. Aber erstmal eins nach dem anderen. Nu klar. Moin. Sei gegrüßt. Schön, dass du da bist.
So, Weiche steht, Weiche steht, Weiche steht. Na, die Weiche bitte auch. Die Lok können wir mal vorwärts fahren lassen. Ich weiß nicht, ob die Ten wieder hier schon vorbei ist oder nicht. Jedenfalls müssen wir hier vorbei. Passen die alle noch? Die passen noch alle. Perfekt. So, wo ist denn eigentlich unsere Ten wieder? Ah, die ist schon lange vorbei. Na dann. Dann fahren wir weiter. Ihr seid immer noch am Laden. Wie zu erwarten nach der Ansage, dass sie lange brauchen. So. Du darfst nach vorne fahren. Die Atlantic ist mittlerweile hier drüben angekommen, da wo ich sie erwartet habe. Entweder wir können jetzt die Sachen hier mit reinschieben oder ich fahre ein Stück vor und schiebe es aufs andere Gleis. Das Mittelgleis hätte ich jetzt gerne freigelassen. Da kommt nämlich später noch der Pacific vorbei. So. Die anderen selecten. So, und zurück geht's. Wobei mich natürlich interessiert, was passiert, wenn wir so viele Frachtaufträge annehmen, dass die Interchange nicht mehr ausreicht. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Teil kann man jetzt in Ruhe vorrollen lassen. So, du kannst in Ruhe langsam vorrollen. So, was haben wir denn noch? Die Bryson Lok ist die nächste, die wir hier noch rumstehen haben. Die fährt noch ist noch unterwegs. Ansonsten hätten wir hier die Lok noch. Die ist noch beim Laden, die Ten wieder fährt, die Pacific wartet. Die Silver müssten wir mal Richtung Dillsborough bewegen. Weil da irgendwann wieder Waggons ankommen werden. Die wir zurückgeholt haben, mehr oder weniger. So, dann kommt die Lok hier einmal durch. Das ist gut. Bis dorthin. Dann stimmt die Strecke hier, die Strecke stimmt. Die hätte ich gerne standardmäßig auf geradeaus. Und hier drüben in Dillsborough halten wir die Lok dann einfach mal auf. Dann haben wir sie nämlich schon mal da, wo wir sie brauchen. Haben wir hier noch irgendwas zum Abgeben? Nein. Ich halte sie jetzt einfach mal da auf. So, die Atlantic steht da, wo sie hingehört. Ich werde mir jetzt gleich einfach wieder reversen. Dann brauchen wir dann nicht auch nichts mehr zu sagen.
Da bin ich ans Mikrofon gekommen, sorry. Wie ich schon gesagt habe, neues Audio-Setup, neues Mikrofon, in dem Fall, ja. In dem Fall hat es einfach andere Maße, die bin ich noch nicht gewohnt. Wir nehmen dir das nämlich einfach einmal weg. Und du fährst da einfach, wo wir dich haben wollen. Perfekt. Dann haben wir jetzt noch dich hier. Klar, die beiden Waggons müssen andersrum. Ich hätte es natürlich vorher ausprobieren können, aber wäre ja auch zu einfach gewesen. Wie viel Wasser hast du noch? Genug, sogar sehr genug. Ich mach das einfach jetzt mal mit dem Shift-Klick und probier's mal aus. Nämlich jetzt hier Shift klicken. Ja, funktioniert perfekt. Danke für den Tipp nochmal. Dann rollen die Waggons nämlich dahin, wo sie hingehören, hoffe ich. Und kommen auch hoffentlich dahin, aber wahrscheinlich war ich wieder mal zu langsam dafür. Der Waggon rollt auch. Vermute mal, ich darf die beiden Waggons nochmal anstoßen. Werden wir aber gleich rausfinden. Bist du eigentlich da, wo du hingehörst? Du sagst zumindest nicht, dass du woanders hin willst. Na, ist okay. Das passt. Dann bleibt einfach noch stehen. Waggons sind angekommen. Perfekt. Die Lok lasse ich jetzt hier stehen, weil ich ansonsten keine Verwendung dafür habe. Einziges Thema ist, ich will die Pulpwoods hier loswerden. Das gleiche gilt für die Loks, die hier hinten rumstehen. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal eine Stunde warten. Die kann ich wieder zurückfahren. Was ist mit den Pipewoods hier hinten? Die sind immer noch nicht geladen. Alter. Die brauchen wirklich lang. Die Vidya steht im Moment aufgrund dessen, dass wir da hier die Pacific noch nicht durchgelaufen laufen lassen haben. Die Pacific steht hier. Nein, die steht hier nicht mehr. Aber dann können wir uns eigentlich darum kümmern. Das ist doch gut. Wobei, mit der können wir jetzt auch die Waggons da wieder rausholen. Wie machen wir das am besten? Ich denke mal, wir holen uns jetzt erstmal die hier raus. Genau, wir holen die Waggons wieder raus, können die dann da vorne irgendwo erstmal hinstellen. Ich brauche mehr Gleise.
Wenn wir das getan haben, können wir anschließend wieder die Loks wechseln. Also die Number-Loks. Hier. Ich denke mal, wir werden die Dings dann hier vorne irgendwo hinstellen. Und irgendwann wollte ich die beiden Waggons, die ich da die ganze Zeit mitschleppe, eigentlich auch mal loswerden. Aber aufgrund dessen, dass hier die Dings-Lumber-Sachen so ewig brauchen, werden wir das vielleicht anders machen. Werden wir vielleicht die Pacific einfach schon mal auf ihre Reise schicken. Und die Atlantic vielleicht in die Gegenrichtung. Das passt. Das passt auch. Passt. Ah ja, stimmt. Wir haben ja schon die Weiche für die andere Locke gestellt. Da war gerade noch Rauch. Dampf ist da noch vor dich hin. Okay. Ich wünschte, du wärst schon ein Stück weiter, aber dann könnte ich deine Weiche stellen. Ich würde die Atlantic nämlich gerne hier einmal das freundliche Wasserbad stellen. So, machen wir es so. Dann fährt es zumindest nicht so weit. Klar. Müssen wir die Pacific nochmal 2 mm vorschieben. Das sind wirklich 2 mm. Und können uns dann jetzt da vorne den Dinsborough Part mitnehmen. Und den können wir dann tatsächlich in Dinsborough stehen lassen, während wir den Rest dann weiterfahren zur Interchange und dann abgeben. Das ist, glaube ich, dann gar kein schlechter Plan. Und dann irgendwann sind dann die anderen Sachen auch fertig geladen. Eines Tages. Uhuhuhu. Das war wahrscheinlich ein bisschen schnell. Nicht? Okay. Bleib mal stehen, bitte. Dann viel Spaß auf der Strecke.